Und damit herzlich willkommen, liebe Dampfgünstig-Freunde auf dem Dampfgünstig-YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist Valentinstag und wir haben uns wieder was überlegt für euch. Und deswegen gibt es heute extra nur für euch ein Valentinstags-Giveaway. Ja, was ihr gewinnen könnt, kommen wir erstmal dazu, was ihr gewinnen könnt. Ich muss jetzt den ganzen Karton mal hier eben hochstellen. Als erstes hier einmal Vanille Cream. Ne? Vanille. Dann haben wir Elfenwasser. Ein Fläschchen Elfenwasser. Dann haben wir einmal die Droidensuppe. Wird jetzt gerade auch alles nochmal in groß eingeblendet. Ihr wisst, ich mache das nicht mehr. Dann, ich weiß nicht, ob ich das einblenden werde, könnte aber passieren. Und zwar haben wir hier diese schönen Boxen. Ich nenne das mal Boxen. Moment. Ne, das sind hier so schöne Boxen. Mit so Soldaten drauf. Vier Stück. Also ich habe vier Stück. Ich mache die jetzt nicht alle auf. Vier Boxen. Bam. Vier Boxen davon, ein Päckchen Watte oben drauf und die drei Flaschen, Leute. Das ist natürlich schon bombastisch. Hier nochmal die Watte, wie ihr sehen könnt. Hier, zack, zack, Elite-Karten. Nice. Elite-Karten. Und dann zeige ich euch einmal, was diese Boxen so beinhalten. Und zwar haben, Moment, einmal hier eben drücken. Zack. So, das Ganze ist durch so ein Magnet, voll cool. Man kann die hier so, klack, aufmachen. Und wie ihr sehen könnt, hier ist einmal eine Beschreibung oder so eine kleine Story dazu. Ne? Zock, 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 Shots. Und natürlich so voll cool irgendwie so die Flasche da drin. Mega cool irgendwie. Klapp und wieder zu. Davon vier Stück, liebe Freunde, und drei andere Fläschchen habe ich eingeblendet. Und ja, das gibt's zu gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, liebe Freunde, ist das gleiche wie immer, abonniert den Kanal. Ihr müsst Abonnent sein, um gewinnen zu können. Und schreibt in die Kommentare Hashtag Valentinstag. Und schon seid ihr im Lostopf, liebe Freunde. Ja, und jeder, der mitmacht, erklärt sich damit natürlich einverstanden, dass sein Name öffentlich genannt werden darf. Entweder in der Beschreibung oder im nächsten Video. Mal sehen, wie ich die Auslosung machen werde. Ja. Gut, heute dazu dann direkt noch ein Review, und zwar geht es einmal um Marillenknödel von Flavor Smoke, dann einmal um Strawberry Vanille von Flavor Smoke und einmal um Sweet Grape Sure, oder wie immer das ausgesprochen wird, von Flavor Smoke. Dreimal Flavor Smoke, Triple hier, Triple, Triple, Triple Kill. So, ich hatte auch schon hier vorgetröpft. Wir starten dann jetzt hier mit Marillenknödel. Und das soll eine zarte Marille in leckerem Topfteig mit leichter Süße sein. Ich hatte schon vorgetröpfelt. Wir sind hier auf 0,17 Ohm bei 100 Watt. Bigot Elite Lift Pur 160. Und ich würde sagen, wir feuern einfach mal los. Also eine Süße spürt man definitiv. Ja, das Ding ist halt eine Marille. Ist, soweit ich gehört habe, so eine Art Aprikose, Pfirsich. Irgendwie sowas. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe auf der Flasche, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist bestimmt sowas wie Semmelknödel mit Bratensoße. Oder sowas habe ich gedacht, ne? Aber nein. Das ist sowas wie eine Aprikose, eine Pfirsich. Kommt nur von woanders her. Wo genau, weiß ich nicht. Mit Topfteig und einer leichten Süße. Topfteig. Also ich finde hier im Abgang ist hier was Teigiges drin. Topfteig sagt mir gar nichts. Ich bin kein Bäcker. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was damit zu tun hat. Kann natürlich wieder was ganz anderes sein. Aber ich meine, ich habe hier auf jeden Fall irgendwie so eine Teignote im Abgang. Ich
Ja, und sowas wie eine. Die Frucht ist halt eher weniger da, finde ich irgendwie. Ups, jetzt wäre mein Buch fast runtergefallen. Ich schaue nochmal nach. Hörte den Hund unten drunter, der nervt voll ab. Den ganzen Tag nur am Heulen. Ich habe ja selber einen kleinen Hund, wisst ihr selber. Und der macht Theater, wenn es klingelt, ne? Oder wenn jemand abhaut, dann wird er zum Wadenbeißer. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so kleine halt, ne? Ansonsten mega lieb der Kleine. Voll cool, so sein Charakter und so, auf jeden Fall voll cool. Wenn man den Hund richtig kennt, so, dann merkt man ja auch seine Verhaltensweisen und so, voll cool. Naja, aber wieder zurück zur Marille. Ja, jetzt gerade hier habe ich definitiv eine, ich würde sagen, es war eine Pfirsich. Aber das ist eher jetzt nicht so eine Geschmacksexplosion, sondern ein guter Mischmasch, würde ich wieder sagen. Ein guter Mischmasch. Ja. Also dieser Topfteig macht das Ganze so ein bisschen. Also man hat so erst die Pfirsich, aber die kommt sofort. Sofort nach diesem Pfirsichgeschmack kommt halt dieser Teig mit der Süße und rundet das halt irgendwie so ein bisschen ab. Ne? Also man hat jetzt hier nicht eine knallige Pfirsich und das war's schon so. Du hast die volle Dröhnung bekommen, sondern da ist wirklich kurz die Pfirsich. Und direkt wieder der. Ja, dieser Teig wird das sein, ne? Dieser Teig mit, ja, das ist ein süßer Teig. Ja, könnte man sagen. Also wenn man am Backen ist und hat dann wirklich diesen süßlichen, ne, Teig. So schmeckt das. Ich finde, das schmeckt gut. Also das hat auf jeden Fall irgendwie was. Ja, so würde ich das beschreiben, also eine Pfirsich, hinterhergefolgt von einem süßen Teig und das Ganze ist sehr abgerundet, smooth würde ich sagen, so richtig schön smooth, Frucht und dann rein in dieses Lockere, also ist halt eher mehr so dieses Cremige im Abgang, ne? Also für Leute, die jetzt wirklich eine knallige Pfirsich brauchen, die diese Bombe wollen, so, sind hiermit nicht bedient. Aber für Leute, die es so ein bisschen cremiger, sag ich mal, dieses cremige, sahnige, milchige oder sowas, ne, das so in die Richtung geht, für die wird das hier definitiv was sein, mit einer starken Pfirsich am Anfang. Ja, das war's auch mit diesem. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Strawberry Vanille probieren. Bis gleich. So, und willkommen wieder zurück, liebe Freunde. Ich musste nochmal eben lüften. Und ja, ich habe jetzt hier nochmal wieder drauf getropft vorher. Zack, zack, zack. Dann nochmal was in die Mitte rein. Strawberry Vanille. Und ihr wisst genau, ich bin so ein, was Liquids betrifft, bin ich ein Erdbeerfreak, könnte man sagen. Ne? Die meisten, die von Anfang an meinen Kanal verfolgen, die wissen das. Und es riecht auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. Aber richtige Erdbeeren esse ich nicht wirklich gerne. Es sei denn, es ist in Verbindung mit einer süßen Sahne. So, dann gehe ich da auch drauf ab. Dieses bisschen leicht. Ich empfinde das immer so bei Erdbeeren so ein bisschen leicht säuerlich. Und dann immer diese süße Sahne hinterher. So, und weg ist das säuerlich und. So, das finde ich cool, ne? Aber bei Liquids, jetzt wollte ich schon gerade, da bin ich hinterher bei Erdbeer. Das ist, so, Wattzahl bleibt, bla bla bla, 017 oben, bis mal wie Gott, Elite, Lift, bla bla bla, bla. Mal alles am Anfang schon. Und, ja, Strawberry Vanille. Das ist eine leckere Walderdbeere, verfeinert mit feinsten Vanillesorten.
Also geht das wahrscheinlich auch wieder in die cremige Richtung, aber wollen wir mal nicht spekulieren, sondern wir testen das Ganze. Oh. Also hier finde ich, hat man am Anfang zum Einstieg, also normalerweise hatten wir ja gerade eben zum Beispiel über Marillenknödel so dieses Bam, Pfirsich-Abgang zu sowas Cremigen. Hier ist das eher so smooth, so ein smoothes Reinkommen von irgendwie Vanille, Erdbeergeschmack, mittelmäßig, nicht übertrieben, wie das ein smoothen Abgang. Also es gibt ja, finde ich, ich erkläre das jetzt mal so, wie ich das immer finde. Es gibt immer drei von dem ganzen Vorgang, wenn man dampft, immer drei Stationen. Es gibt einmal die Station in dem Moment, wo man zieht, ne? Inhale. Der Moment, in dem man das quasi drin hält und dann halt dieses Auspusten, ne? Das ist immer der Abgang, sage ich immer, Abgang dazu. Und das sind so meine drei Stationen, die ich immer sehr genau unter die Lupe nehme. Und ich finde, hier ist beim Inhale einfach was Lockeres. Ne, das ist die Vanille. Dann kommt so ein Tick Erdbeer und geht dann wieder über in diesen Vanille. Also es fängt smooth an, geht in die Frucht und hört smooth wieder auf. So würde ich das beschreiben. Zu der Erdbeer. Hau ich nochmal eben nach. Auf mich wirkt hier nur bezogen auf die Erdbeer jetzt mal, ohne dass das da irgendwie mit Vanille oder so. Wirkt die nicht komplett, aber leicht künstlich. Schmeckt, aber wirkt irgendwie leicht künstlich. Ja, also nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Man schmeckt, dass das hier eine Erdbeere ist. Aber irgendwie hat sie irgendwie einen Hauch Künstlichkeit da drin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit der Vanille da zusammenhängt. Wobei halt die Vanille auch sehr stark ist, muss ich sagen. Wie gesagt, die kommt am Anfang schon rein. Dann kommt die Erdbeere und dann wieder am Abgang. Also die Vanille ist hier durchgehend vertreten. Was auch ziemlich gut ist, das macht das Ganze wieder nicht so fruchtig, sondern auch wie beim Vorgänger hier mit dem Marillenknödel hat man dann irgendwie noch dieses Teigige ja gehabt und hier hat man halt diese Vanille. Das geht ja auch, würde ich sagen, wieder so in dieses cremige, smoothige rein. Ne? Und ja, ich finde das eigentlich nicht schlecht so. Ne? Also man muss schon, ja, das ist halt... Das ist so ein Ding halt, man muss darauf Bock haben immer, ne? Manchmal habe ich Bock auf einfach diese ballernde Frucht, so eine dicke, fette Pfirsich, so. Dann haue ich mir halt eine dicke, fette Pfirsich rein. Und manchmal habe ich dann, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, durch die Stadt spaziere irgendwie oder wir gehen shoppen oder sonst was, dann habe ich lieber irgendwie hier schnell den Nunchaku drauf, bum, 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 mit dem Manta und dann was Cremiges drin, weißt du, mal eben, pup, 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 oder beim Kaffee oder was, ne, so zuck, zuck, was Cremiges. Und ja, das ist halt so, das kommt immer auf die Situation an. Ne? Also es ist auf jeden Fall für was Cremiges sehr, sehr lecker. Schmeckt gut und mehr kann ich dazu auch jetzt nicht wirklich sagen. Wie gesagt, Vanille, Erdbeer, Vanille, so fühlt sich das für mich an, so schmeckt das. Und ich würde sagen, wir gehen weiter rüber zum Sweet Grape Suche. Kein Plan, wie man es ausspricht. Ja, bis gleich. So, liebe Freunde, dann kommen wir jetzt zum letzten und zwar hier zu dem Sweet Grapeshire
oder wie auch immer das ausgesprochen wird, zum 100. Mal. Süßes Traubenaroma mit einem Hauch Apfel verfeinert. Trauben und ein Hauch Apfel. So, ich habe an der Wattzahl und so nichts verändert. Wir bleiben jetzt einfach mal bei den Einstellungen, die wir vorher auch hatten. Okay, ich versuche das mal zu beschreiben. Man hat hier beim Inhalieren eine Süße. Ich glaube, das ist die Süße vom Apfel. Ja, die schmeckt man hinten im Rachen, schmeckt man die sehr intensiv. Ich beschreibe es mal so. Wir haben wieder diese drei, ne? Ihr wisst Bescheid. Es kommt eine Süße, gefolgt von einer Traube. Traube, Abgang, roter Apfel, würde ich sagen. Roter Apfel. Ja. Könnte aber auch ein grüner Apfel sein. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie jetzt nur ein bestimmter Apfel ist, aber es hat von beiden etwas. Ich würde aber eher sagen, es geht so in den roten Apfel über. Ja. Wobei die auch eigentlich... Ich tröpfel mal eben nach. Voll gut, das ist schon so violett-braun, ne? Das Liquid. Hat schon irgendwas irgendwie. So. Obwohl jetzt, nach dem paar Mal ziehen, habe ich im Nachgeschmack eher die Trauben. Also die schmeckt man auch definitiv raus, die Trauben. Wobei das jetzt gerade so ein bisschen umschlägt von was Süßem, Apfel und Traube und wieder ein Abgang von... Na, jetzt schmeckt man das eher so gemischt wieder irgendwie. So, das ist so eine Mischung aus Süße, roter Apfel, Trauben und dann haut das... Wieder mit einer Süßen ab, mit einer Süße. Also ein Hauch Apfel ist hier definitiv nicht drin, nur ein Hauch. Also da ist schon mehr als nur ein Hauch drin, würde ich jetzt mal behaupten. Denn der Apfel macht der Traube schon Konkurrenz, würde ich sagen. Also wenn man mich fragen würde, ist das hier... eher eine Traube oder eher ein roter Apfel, dann würde ich sagen, das ist eher ein roter Apfel. Hinterlegt mit einer Traube. So würde ich das jetzt beschreiben. Ja, Künstlichkeit. Ich weiß nicht. Bei der Traube bin ich mir nicht sicher. Weil ich esse eigentlich nicht so oft Trauben. Bei dem Apfel würde ich sagen, schmeckt wie ein Apfel. Schmeckt wie ein roter Apfel, sehr lecker. Nicht künstlich. Schmeckt nicht künstlich, der Apfel. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Thank you.
Sauer ist das jetzt auch nicht. Das ist halt irgendwie... Es hat halt eine Frucht irgendwo. Ich denke mal, dass das Süße kommt von dem roten Apfel, würde ich mal behaupten. Also man beim Inhale kriegt man halt diese leichte, ne? Das ist jetzt nicht wirklich so bam, boah, eine Süßigkeit oder so, zuckervolle Pulle, sondern eine leichte Süße. Bam, Apfel, roter Apfel mit Traube. Sehr intensiv, würde ich behaupten. Also ich finde, der Apfel, der sticht sehr gut raus, der rote Apfel. So wie als wenn man reinbeißt halt und der verschwindet dann wieder mit so einem süßlichen Abgang. Ja. So beschreibe ich das mal. Lecker. Trotz, dass da jetzt keine Creme oder so drin ist, sondern nur Apfel mit Trauben. Hat es trotz dieser Süße, die ich am Anfang und am Abgang empfinde, irgendwie was Smoothes. So, finde ich irgendwie gut. Finde ich irgendwie gut. Ne, das ist zwar auch sehr fruchtig, die Frucht, also die Traube und der Apfel, die kommen schon sehr zur Geltung. Allerdings werden die irgendwie abgerundet durch diese Süße am Anfang. Das ist halt wie so eine kleine Einleitung, bam, und wieder so ein cooler Abgang irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, war's das wieder für dieses Review. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Und ja, ihr wisst ja, ich mache das ja nicht für mich. Denn dann würde ich einfach nur die Liquids dampfen und mir denken, ist das scheiße oder ist das gut? Und du würdest dann wieder ins Regal schmeißen oder das in die Mülltonne kippen oder in den Abfluss ersaufen oder sonst was. Oder ich würde es einfach dampfen, wenn es lecker ist. Ne, ich mache das ja für euch da, liebe Freunde, falls ihr das noch nicht kennt. Oder ihr euch mal gefragt habt, so, ob das wohl gut schmeckt oder nicht. Ich habe es für euch getestet. Es soll euch weiterhelfen, liebe Freunde. Und ich hoffe... Ihr wisst das zu schätzen, liebe Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, Abo und Hashtag Valentinstag in die Kommentare und ihr seid beim Gewinnspiel dabei. Ich glaube, es war geplant, dass das eine anderthalb Wochen läuft. Am Wochenende kommt dann noch ein Review, was Tolles, Neues. Von dem werde ich aber jetzt auch noch nichts verraten. Und wie gesagt, es ist ein ganzes Paket, was ihr gewinnen könnt bei dem Gewinnspiel, ne? Habt ihr gesehen. Haut in die Tasten, liebe Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Review. Ciao.